Anmod Ass. Weiter. So, Ricardo, wir weiter. So! So! So, Jungs. So, dachten wir schon, dass die anderen gleich reinreden. Das passt auch. Läuft die Aufnahme? Läuft die Aufnahme noch? Ja, es läuft jetzt wieder alles. Guck am besten nochmal nach, ey. So. Oh, wir werden ja, Bild ist da, Ton ist da, es ist alles da. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Runde. Wir sind immer noch 9 Leute, wir spielen immer noch Airship. Die meisten müssen sie erst kennenlernen. Rob Chabat sieht doch jeder, das will keiner wissen. Na, den Poster. Nein. Und kennt die Map noch nicht. Deswegen wird es jetzt Zeit, dass Rob Chu. Kein Imposter ist, danke. Genau. That's what I wanted to say. Los geht's. Conan, ich bring dich um. Conan, mach mal den Chat auf. Pass auf, Conan. Oh mein Gott. Den Chat auf. Conan. Oh mein Gott. Ja, das wird interessant. Okay, also. Wer war jetzt mein Zweiter? Maggie, ne? Maggie war der Zweite. Ich habe so, glaube ich, so ein bisschen mittlerweile dieses Dings, dass ich, sobald ich starte, mache ich Sabotage. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Nicht, dass es gleich wieder heißt, ich war's. So, Dusche haben wir kaputtgeschlagen. Alles gut. Das hier hätte ich jetzt eigentlich da drin voll gut erledigen können. Soll ich? Ah, ich weiß nicht. Nee, guck mal, da kommt jetzt auch gerade Zinni hinterher. Dann ist die Plattform jetzt auch gerade da drüben. Oha. Ich bin tot! Ja, dann mute dich, du Keck. Okay, ich hab Robchu in Electrical gefunden. Conan, du bist gemutet. Ja, danke. Nein. Achso, Conan. Achso, ja. Also, ich habe Robchu in Electrical gefunden. Und ja. Wie war es so für dich? Electrical? Wo denn? Ja, in Electrical. Electrical ist groß, Benjamin. Natürlich. Ja, krass. So relativ mittlich. Ja, so groß ist Electrical auch nicht. Achso, aber es hat so 9 Kammern. Ja, gut. Okay, ich war auch in Electrical, das ist nicht so lange her. Ja, die Kammer in der Mitte, so. Okay. Ich glaube, ich kann Conan und Sunny clearen und Tainted AF für diesen Kill, weil die nicht, oha, in der Nähe waren. Ja, das kann ich auch, wir waren alle da oben. Also ich war bei der Armory und beim Cockpit. Ich habe da aber auch niemanden gesehen, also mich kann keiner clearen. Ich bin jetzt zuletzt in Meeting Room hoch und da ist mir Bo so entgegengekommen. Doch. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe Conan ganz am Anfang einmal gesehen. Wir waren zusammen in diesem Engine Room gespawnt. Ja, ich sage ja jetzt, zum Schluss bin ich da hoch zum Meeting gegangen. Genau. Und ich dann kann war, jetzt genau, dann war Conan nach rechts so gegangen. Ich war nach links gegangen. Und Rasierer war kurz mit mir in den Showers. Den habe ich auch gesehen. Okay. Genau. Können kurz Cian und Rasierer sprechen. Ich kann deren Stimmen nicht unterscheiden. Ich bin Cian. Jetzt... Ich bin der Rasierer. Okay, gut. Das kann ich nicht merken. Ricardo, mach einfach gleichzeitig Discord nebenher auf, dann siehst du ja, wer blinkt. Okay, nee, ich aber ich verstehe das vollkommen, ich tue mir auch, wenn ich nur die Stimmen höre, manchmal echt schwer. Benny Boy hört sich ein bisschen wie Flo an. Ich dachte so, hä? Ernsthaft? Das Flo? Ja, natürlich. Naja, nicht doch. Ein bisschen vielleicht, ja. Genau, also ich hab keinen Plan, was da passiert ist. Macht das unter euch aus. Conan, mach mal kurz deinen Endgame-Chat auf und lies das, was Robchu geschrieben hat. Wenn ihr das so sagt, habe ich ein bisschen Angst. Gott, Alter, was zum Fick? Ja, kann ich das machen? Ja. Ja, du musst von YouTube gefunden, wenn du das machst. Okay, ja gut, damit kann ich leben. Alles klar. Conan zinkt. Okay, sollen wir skippen oder wie? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wen ich da voten soll. Nee, also skippen wir. Ja. Keine Ahnung, der Tod kam einfach so und. Ja, der war auch sehr früh, sehr viel. Okay, da schließe ich den Schild, okay. Das war extrem Tod schnell, halt, ja. Ich hab den Tod halt auch erstmal in Whitelist gesehen. Toll, Benny, du hast dich selbst gewotet. Also das muss literally nach dem Kill-Cooldown direkt passiert sein. Ich musste jetzt auch noch Zinnis Stimme wieder erkennen, aber...
Ja. Den kenne ich, glaube ich. Zinnia kennt man. Oh, SMB ja, wo müssen wir denn? Ach so, ja, wo müssen wir hin? Wir müssen, ist völlig wurscht, wo wir hin müssen. Okay, das Problem ist nur, hier habe ich noch nicht so viele Tasks, die ich kenne. Ich könnte mal hier jetzt an den Mülleimer wieder gehen, den kenne ich. Oh, nee, jetzt ist der Kill wieder unten. Oh, kacke. Ist doch alles kacke. So, habe ich jetzt den Mülleimer? Na, der Mülleimer, wisst ihr, ich bin einfach zu hektisch mit dem Mülleimer. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, deswegen stehe ich da jetzt noch eine Weile rum. Und wir machen mal den hier. So. Aber ich muss sagen, diese 90 Sekunden, das schafft man in der Zeit schon. Aber trotzdem laufen halt da jetzt einige hin. Und wenn ich jetzt jemanden finde, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der nicht gleich entdeckt wird. Und ich damit hier in Ruhe was machen konnte. Aber hier ist jetzt leider gerade keiner. Das ist natürlich echt kacke. Ich komme hier nicht raus. Ja, moin. Ich verstehe überhaupt nicht, wie diese Wege hier funktionieren. So. Ciao, Sunny. Okay, das ist ein An. Okay, ja, er hat HF, also er hat Counter gefunden. Also ich habe Counter vor der Treppe zum Meeting Room getroffen. Nice. Also gefunden. Tot. Wo? Du meinst Counter. Vor der Treppe zum Meeting Room. Vor der Treppe zum. Oh Gott. Map. Ach so, da wo die Plattform ist, Da wo ich vorhin auch gekillt habe. Okay. Ricardo, also Boso, weißt du noch, wer die dritte Person war, die mit uns zum zum rechten Emergency gegangen ist? Ich weiß gerade nicht, wer da spricht. Ich bin Cyanot. Okay, ja. Also der andere war halt Rasierer. Genau. Okay, nee, was? Also ich kann dir mal erklären, was ich gesehen habe. Nee, das war Rasierer, das war nicht Zuni und Tainted, das war Rasierer. Okay. Genau, ich war mit Tainted, also mit Counter beim linken Emergency und der ist da stehen geblieben und hat den gemacht. Und dann bin ich quasi einmal unten rumgegangen, weil die Plattform auf der anderen Seite war. Bin einmal unten rumgegangen und zum rechten Emergency. Und mir ist nämlich aufgefallen, wir standen am Ende nur noch zu zweit da und die Plattform war nämlich am Ende wieder auf der anderen Seite. Das heißt also, Rasierer ist vermutlich mit der Plattform rübergefahren. Nee, ich kam von Armory. Ja, das habe ich auch gesehen. Du bist mit der Plattform rübergefahren. Ich war in der Mitte und ihr habt euch wahrscheinlich nicht so gesehen, weil ihr so einander auseinander wart. Nee, als der Alert war, oder der Alarm, bin ich von Armory Richtung Engine Room und dann hoch und dann habe ich ihn getroffen. Ich war gar nicht auf irgendeiner Plattform drauf. Kurze Frage. Du warst nicht auf der Plattform? Nein. Warte. Aber sind wir nicht auch mit Reggie rumgelaufen? War das? Am Anfang? Ja, das ist halt die Frage. Da war noch eine dritte Person bei uns dabei. War das Rasierer Reggie, oder Reggie? Du bist ja ziemlich ruhig. Weil die dritte Person, die mit uns gekommen ist, ist nämlich mit der Plattform nach links gefahren und hat da nämlich, glaube ich, hier Tainted Hive gekillt. Fuck, also, wer war das denn nochmal gewesen? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich komme gar nicht dazu ab. Ich habe mir das jetzt auch nicht so gemerkt. Aber ich glaube, es war... Nee, es war nicht... Nee, ich bin nicht gebildet. Der muss mit der Plattform nach links gefahren sein, weil die Plattform war am Ende auf der anderen Seite. Hier aber. Hilfe. Okay. Also es muss entweder Reggie oder Rasierer gewesen sein. Also ich weiß es darf echt ich nicht. Darf ich mal was sagen? Darf ich bitte? Ja, Reggie, rede. Ja, rede doch. Okay. Ja, komm, ich will. Mein Gott, ja, Alter. Ich werde hier ständig unterbrochen. Also ich bin mit euch da hingegangen. Da war ich in Gap Room, weil ich halt auch das Ding machen wollte. Da bin ich nach links gefahren, das stimmt. Dann habe ich gesehen, dass Counter das macht. Und dann bin ich nach oben zum Meeting Room gegangen, weil ich dann noch eine Task hatte. Was ist und literally ein paar Sekunden später war Counter tot und Rasierer hat ihn gefunden. Also du sagst, das war ein Self-Report. Das klingt plausibel, ne? Okay, also es ist entweder Reggie oder Rasierer. Ich sag auch, es ist Reggie. Wie ich und Conan gar nicht angesprochen werden. Der war auch direkt. Ja, ihr wart da nicht impliziert. Gut so. Hab nicht ganz verstanden. Naja, egal. Ja. Also das war schon eine sehr komische Verkettung von Zufällen, sagen wir es mal so. Also das falsch war, dann war es halt falsch. Da hat er sich jetzt ins Verderben geredet, aber das wäre mir sicherlich auch sofort passiert.
Okay. Das Gute ist ja, dass mein Kill somit überhaupt nicht aufgefallen. Ah, hier darf ich nicht lang. Ich kenne mich doch noch nicht aus. Das Gute ist ja, dass mein Kill noch überhaupt nicht aufgefallen ist. Ich sortiere jetzt mal ganz kurz Waffen hier um. Weil ich es kann. So, jetzt habe ich wieder Kill. Okay, ich meine, allzu viel muss ich ja nicht killen und die haben die Aufgaben noch nicht so fertig, noch nicht so weit. Also das ist eigentlich, ich muss zwei schaffen zu killen, ne? Ich muss zwei schaffen zu killen. Okay, da ist Nummer eins. Die Frage ist, ja komm, scheiß drauf. Die Frage ist, ob das halt sofort entdeckt wird. Und das wird es nicht, wenn ich jetzt die da hochschicke. Scheiße! Also Boso liegt in Electric am oberen Ausgang Richtung Main Hall. Ich habe da gerade in dem kleinen Zwischenraum da diesen Schalter nach oben gedrückt. Den habe ich vor einer Sekunde noch lebend gesehen. Also ich war gerade bei Security, also es ist links neben Electric. Der muss nach Electrical reingegangen sein und direkt gestorben sein. Ich habe aber da niemanden aus der Richtung kommen sehen. Eben, da ich auch gerade in Electric reingegangen bin, ist es keine 10 Sekunden her, seitdem der tot ist. Also muss vor... Nee, also muss der Täter quasi noch da gewesen sein, oder zumindest in dem Bereich. Also ich bin in Electrical reingegangen, dann kam Boso wahrscheinlich hinterher und dann kam der Killer und hat ihn umgebracht und ist weg. Von wo bist du in Electrical reingegangen? Von oben. Von oben? Ach, von dieser Treppenleiter-Dings? Ja. Genau. Okay, du sagst also, der Killer ist von rechts reingekommen, weil ich stand nämlich links am linken Eingang von Electrical und hab niemanden raus... Oder reingehen sehen, außer Boso. Nee, würde ich tatsächlich nicht sagen. Ich würde sagen, von oben, von der Main Hall runter, gekillt an der Treppe, der war ja an der Treppe und ist dann wieder hoch und wahrscheinlich dann durch irgendein Vent oder so. Ja, aber, du hast doch gesagt, du bist selber von oben runtergekommen. Du bist auch von oben gekommen, genau. Dann ist er ja an dir vorbeigegangen sein. Ich war in dem Zwischenraum, kennt ihr den ja ganz rechts, da ist so ein kleiner Zwischenraum mit dem Kasten, mit dem Schalter, da war ich drin. Deswegen habe ich das nicht gesehen, wer da noch kam und was da sonst war. Also du änderst gerade deine Geschichte und sagst, du kamst von rechts. Nein, ich kam von der Main Hall, bin runter in Electrical, bin genau. Dann in diesen Zwischenraum in Electrical reingegangen, wo du halt diesen Schalter nach oben drücken musst. Genau, also kamst du von rechts. Nein, ich kam von der Main Hall, von oben. Nein, das beantwortet meine Frage nicht. Da, wo der Kill gewesen ist, kamst du von rechts. Weil ach so, du sagst, ja, entschuldige, entschuldige, ja. Da bin ich von rechts gekommen. Du sagst ja, dass der Killer von oben kam, weil denn sonst ergibt deine Geschichte keinen Sinn. Ich nehme es an, ja. Das hat mich jetzt auch verwirrt. Genau, weil du standest ja rechts vom Kill, das heißt also, wenn der Killer von rechts gekommen wäre, wäre er ja an dir vorbeigegangen. Ich meine, ob man das in dem kleinen Raum da sieht, weiß ich nicht, aber ich denke schon, ja. Okay. Ja, wenn du Security warst und ich da jetzt mal unschuldig, in Anführungszeichen, in diesem Zwischenraum in Electrical, genau. Dann kann es ja nur Fanny oder Conan sein. Ich habe halt Boso quasi 10 Sekunden vor dem Report noch in Security gesehen und der ist dann nach Electrical reingegangen. Ist es möglich, dann, dass er dann zur Main Hall wollte und es dann und abgefangen dann wurde vom Imposter? Und dann ist sein Killer entgegengekommen, ja. Genau. Aber, und dann ist er nicht nach links weitergegangen, der muss er ja entweder noch in Electrical gestanden sein, direkt wieder umgedreht sein, oder es war ein Self-Report. Also das Ding ist, ich bin, glaube ich, mit Conan in der Main Hall gespawnt und er ist dann irgendwie weg nach links und ich bin zu Armory, richtig. Ich habe Waffen eingesetzt. Wo war Benjamin? Ich war am Anfang, ich habe mich in Rekords gespawnt, dann bin ich nach Main Hall gegangen, dann zum Engine Room, dann nach Vault, da habe ich einmal den Kristall poliert und einen den Typen angezogen und dann wurde... Ja. Uff! Ich sag, das war ein Self-Report. Okay, wir müssen jetzt sofort... Jetzt ist er raus. Ich sag Benny, es ist tschüss. Passiere es aus. 100 Euro auf Conan. Also. Wenn du schon scheiße sagst, dann bist du so. Okay. Ich habe jetzt im Prinzip einen Kill noch zu machen, weil einer wurde gerade rausgevotet. Einer wurde gerade einfach rausgevotet. Ich habe nur noch einen Kill zu machen. Wie soll ich das jetzt noch verlieren? Mal so gefragt. Ich muss nur einen finden.
Die gehen da jetzt alle hoch. Die müssen ja hochgehen. Also ich muss ja eigentlich nur einen da oben erwischen. Und das war's doch dann, oder? Sehe ich das richtig? Die müssen doch jetzt da hochgehen. Also ich müsste doch jetzt den Kill machen dürfen. Sehe ich nicht. Die es nicht! Die Wichser! Das ist doch ein okay. Mensch. Ja, sorry, ich habe das für extrem unwahrscheinlich gehalten, dass da noch eine dritte Person war. Ich habe eine Frage. Wer hat mich gekillt? Ich. Du Bastard! Ich weiß nicht, weil ich hab. Der Tod kam für mich auch total überraschend. Ja. Ja, das hat okay, der ganz am Anfang. Dann kann man ja auf der Aufnahme sehen, wie das gerade in Electrical passiert ist, weil das interessiert mich echt mal. Ja, ich kann es dir sagen, ich bin einfach von unten von Security gekommen, da war dann gerade Boss und den habe ich erlegt und bin direkt die Treppe hoch weiter zu Main Hall. Hä? Du bist von Security gekommen? Ja. Hä? Ich wollte weglaufen, weil ich wusste, dass Con der Einzige, also der Con war halt... Das heißt, in dem Moment musst du gerade da nach hinten in diese Lücke gegangen sein und dann habe ich ihn gekillt, bin die Main Hall hoch und da habe ich super Glück gehabt, weil kurz nachdem ich ihn gekillt habe, kam direkt der Report. Ich dachte schon so, scheiße. Aber es hat keiner was zu mir gesagt. Insofern war ich zufrieden. Ich hab dich nicht gesehen. Hätte ich dich auch nur ein Stückchen gesehen, wäre für mich klar gewesen, dass du es gewesen wärst. Ja, da habe ich Glück gehabt. Scheiße. Eine Reihung ungünstiger Zufälle, ja. Deswegen habe ich Rasierer gewotet, weil ich habe das für extrem unwahrscheinlich gehalten, dass wir eine dritte Person haben. Das war jetzt mein großes Glück, dass du den rausgewotet hast. So musste ich nur noch einen Kill machen und der war jetzt im Prinzip klar, weil den konntet ihr nicht verhindern, den Kill. Ja, das Ding ist halt, hätten wir den nicht rausgewotet, wäre es trotzdem ziemlich einfach gewesen für dich. Deswegen habe ich gedacht, scheiße, ich vote jetzt. Ja, einfach. Ich hätte noch zwei Kills machen müssen. Ja. Ey, konnte ich euch jetzt halt hochschicken zu dem Unfallding und dann musstet ihr dahin und dann ist egal, auf welche Seite, einen konnte ich direkt killen. Ich habe das halt, aus meiner Warte war es halt eigentlich ziemlich safe and self-report, weil wie gesagt, ich habe da halt niemand anders gesehen. Und immer aus meiner Perspektive hätte der Killer halt an mir vorbeigehen müssen oder ein Rasierer. Ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, du bist an mir vorbeigegangen, aber ich habe dich halt einfach nicht gesehen. Ja, einer ist halt runtergegangen und der andere, den habe ich halt irgendwie rechts begegnet. Und dann ist Kahn von links gekommen. Darf ich kurz den Redestein haben? Na klar. Wenn ich ihn nachher darf. Also, pass auf. Ich bin das erste Mal Crewmate. Ich fang gerade die erste Task an. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich bin gekillt, ey. Das war echt mies, ey. Aber als Geist kannst du mir trotzdem... Ich war richtig angepisst. Das glaube ich sogar. Als Geist kannst du immerhin trotzdem die Tasks lernen. Ja, ich hab meinen Monitor kaputt geschlagen und dann direkt einen neuen aus dem Schrank geholt. Normal. Aber ich fand meinen Tod von Counter ziemlich interessant. Ich bin da zu Gaproom gegangen, hab ihn gekillt da an der Leiter. Dann bin ich runter zum Vent und genau dann kam der Report. Ich dachte mir so, hat mich jemand gesehen? Scheinbar nicht, also das war schon interessant. Auch dass sie mich gar nicht mehr erwähnt haben, ich dachte, habt ihr mich alle vergessen? Aber trotzdem wurde es dann rausgevotet. Ja. Ja. Warte, ich muss ja mal ein bisschen leiden. Aber das war mein großes Glück, dass du in dem Moment oben Counter gekillt hast, weil ich habe in dem Moment unten Zinni gekillt. Hallo. Ja. Und so hat keiner den Tod von Zinni bemerkt. Zumindest nicht gewusst, wo es passiert ist. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich als Imposter im normalen Modus gewonnen habe. Ich drück doch! Und damit Conan auch noch. Yay. Okay. Gute, wenn man umgebracht ist, dann hat man wenigstens mal Zeit, sein Monitor sauber zu machen. Ja. So, alle bereit für die nächste Runde? Jo. Ja. Perfekt. Ja. Gut. Zinnis Twitch-Mode ist auch wieder mega bereit. Gute. Der wird mir gar nicht mehr angezeigt gerade, spannenderweise. Ach so. Der ist ja hier hinten. Bei mir geht er auch. Bei mir ist er weggeglitscht. So, alles geht auch. So. Okay. Wieder... mehr Tasks lernen, vielleicht kriegen wir noch neue Tasks. Okay, wir dürfen erstmal die Puppe anziehen. Das wissen wir mittlerweile, wie das geht. Uno, due, tre. Dann haben wir das hier schon. Oh, komm, wir gehen gleich hoch in Tagungs... Das ist jetzt die Frage, gehen wir hoch in Tagungs... Ja, komm, wenn wir schon da sind. Weil ich denke halt, ich werde nachher wieder hier wahrscheinlich dann irgendwas anderes noch zusätzlich bekommen, weil vieles hierhin zurückführt. Ja. Aber egal, machen wir das. 0, 9, 3, 6, 5. Ab dafür. So, komm, sabotiert. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich noch hatte. Allerdings bin ich in der Nähe von komm. Ja, komm. Oh! Ist schon wieder direkt tot. Oha, zwei Tote. Okay, reportet habe ich Robchu.
Und der liegt da zwischen Brick und Engine Room, wenn man den Gang runterläuft. Okay. Also mein Anfang war ein Volt, ich habe die Puppe angezogen, bin hoch zum Meeting Room, habe da hinten diesen Code eingegeben von der Karte und dann kam jetzt der Com-Sabotage und da wollte ich den Com ausschalten und da lag dann schon Robju auf dem Weg. Also ich kann Benny clearen und Benny, wer war noch rechts neben dir? Ich. Wir waren bei Medical. Ich kann euch immer noch nicht auseinanderhalten. Also ich bin Cyanot. Okay, gut. Okay, gut. Und Benny und Cyan kann ich clearen. Also für, genau, wir waren gerade zu viert bei Medical. Ich habe leider die vierte Person nicht gesehen. Das war ich, ja. Ich habe Boso auch gesehen. Genau, also Boso, Benny, ich und wer noch? Rasierer. Rasierer, okay. Also wir waren zu viert, bei Medical. Genau. Das ist ganz unten rechts. Ich war die ganze Zeit in Electrical, ich habe euch nicht gesehen, aber okay. Nee, wir waren auch nicht in Electrical, wir standen in Medical. Ja, ich dachte, vielleicht hätte ich euch gesehen, halt, weil es direkt nebenan ist, aber okay. Nee, das... ja. Also du behauptest jetzt nicht, dass wir zu viert lügen, oder? Nee. Hat jemand eine Idee, wo Counter getötet worden sein könnte? Nein. Der ist halt zusätzlich auch tot, ich habe jetzt ja Robju reportet und... Also der war definitiv nicht in Cargo Bay und auch nicht in Medical. Also hey Leute, ich bin tot. Ja. Ja. Das ist uns aufgefallen. Also, wer auch immer Robju getötet hat, schämt euch. Ja. Also ich behaupte jetzt einfach mal, für den Kill sind zumindest wir vier clear. Ja. Also für den, der reportet wurde. Ja, also ich war allein unterwegs, ich kann weder einen clear noch kann ich geklärt werden. Ja, also, ich würde jetzt einfach mal einen generellen Verdacht aussprechen für Reggie und Sunny. So. Ja. Okay. Aber das ist nur genereller Verdacht, also ich würde jetzt ausgibt worden, ehrlich gesagt. Ja, die Frage, könnt ihr Sunny und Reggie, könnt ihr euch beide clearen? Dann seid ihr es. Nee. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht clearen. Wie gesagt, ich war in Electrical. Ich meine, ich habe Benny gesehen, weil er auch in Cargo Bay gespawnt ist. Aber das war's, das habe ich niemanden gesehen. Also, Gesundheit. Ja, ich bin Gesundheit. Also ich will es nicht, aber ich kann es nicht beweisen. Das ist leider so. Okay. Bei Medical ist übrigens Whitehild. Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Ich habe das gerade zum ersten Mal gesehen auf der Map. Das kannte ich noch nicht. Ja, das wollte ich euch gerade zeigen. So, okay, also... Das ist mir da auch aufgefallen, wo du daneben standst. Gecalled wurden... Ach nein, der Com ist immer noch sabotiert. Wollt ihr mich veralbern? Also gecalled wurden Cindy und Reggie. Ich weiß nicht. Wie geht das denn jetzt? Muss man das so aufmachen? Oh, come on. Es ist schon offen. Okay, jetzt haben sie Com wieder. Ach so, weil Com sabotiert war, war das so. Okay, ich erkenne Cockpit. Oh, nee. Muss jetzt jede Scheiße hier aufmachen? Oh mein Gott. So, das kenne ich noch nicht. Was muss man da machen? Was? Das ist richtig, aber wie drehe ich... Ah, jetzt. Wie drehe ich das, wollte ich fragen. Okay. So, dann Hauptflur müssen wir da hinlaufen. Okay. Was ist das denn? Ah, Dias. Ja, und jetzt? Jetzt ist der nächste tot. Ich habe Cyanot in der Lounge gefunden, da bei den Billardtischen. Aber den Toiletten. Wo, in welche Richtung ist der Lounge? Also rechts oben. Rechts oben. Con kann das nicht gewesen sein, der war links irgendwo. Ja, Benny war auch bei mir jetzt im Cockpit. Aber das, also, ich weiß nicht, wo Benny herkam, also keine Ahnung, ob man das als clear ich kam kann. Stimmt, genau, das kann ja eine ältere Leiche sein. Genau. Also ich weiß nicht, der kann auch Con sein, aber ich, keine Ahnung. Nee, kann nicht Con sein, ich war die ganze Zeit mit Con. Also nicht die ganze Zeit, sondern nicht 10 Minuten, sondern... Also, damit jetzt so Con gehen kann... Gespawnt, wir haben zusammen hier Dingens gemacht mit... Rasierer, glaube ich. Rasierer hat doch Dingens gefixt. Komm's. Ich hab nichts gefixt. Nichts gefixt.
Warte, wer hat den Freundschaftsversprecher? Conan hat es ja nicht gemacht, der hat ja gewartet. Auf wen hattest du gewartet? Das war doch Rasierer. Conan? Ja. Ja, wer hat den Koms gefixt? Wer ist nach hochgelaufen? Ich glaube, es war Rasierer, oder? Nein, ich war nicht. War das nicht Blau? Unten in Electrical, da war das vielleicht was Xehan, der hochgelaufen ist? Ich weiß es nicht. Es war irgendwas bläulich, dachte ich jetzt. Vielleicht war es auch nicht Blau. Dann war es Xehan, ja. Vielleicht war es Xehan. Ich habe jedenfalls diese scheiß Tür nicht aufbekommen, dann ist einer schon durchgelaufen. Darf ich mal was sagen? War es halt Xehan? Ja. Also Rasierer war auf jeden Fall in Electrical. Stopp, eine Sekunde bitte. Also ich rede mal aus. Ich war in Electrical, ich war in der Sackgasse, dann kam Rasierer, ich dachte, er killt mich bestimmt. Ich weiß nicht, ob er unter den vier war, eben, die sich gegenseitig gekillt haben, das weiß ich nicht mehr genau. War unter den vier, ja. Okay. Eine dann Frage. Ist egal, aber ich dachte trotzdem, du würdest mich garantiert killen, aber hast du dann nicht? Obwohl das die super Gelegenheit war. Also wo wurde jetzt... Entschuldigung. Da bin ich hochgegangen zu Main Hall, da war Zinni, wir waren beide unter der Dusche. Ich baute mir, hätte mich auch gut killen können da. Deswegen glaube ich auch nicht. Zinni habe ich am Anfang gesehen, nachdem wir gestartet sind, ist der Richtung Main Hall auf jeden Fall gegangen. Und in Launch wurde ja die Leiche gefunden, ne? Und alle anderen sind so ein bisschen eher Richtung Communications gegangen. Also Zinni hat jetzt auch keine Anstalten gemacht, Communications abzuschalten, möchte ich nur kurz anmerken. Ich haltet mich für verrückt, aber ich glaube, Rasierer hat doch self-reported, wenn er lügt, dass er Koms nicht gefixt hat. Nein. Kurze Frage, kann mir eigentlich Conan clearen? Wenn ja, dann denke ich schon eher, dass es Zinni und Reggie sind. Aber Reggie kann ich für den Kill ausschließen. Lass mir doch mal Zinni reden, das sagt zu wenig. Ja. Also ich bin von Electric gespawnt, irgendwo da in der Gegend. Nee, du bist auf jeden Fall nicht bei Electric gespawnt, weil du bist ganz am Anfang, als ich im Flug gespawnt bin, warst du da unten und bist Richtung Main Hall gegangen, vom Engine Room aus. Hey, da bin ich hingegangen, aber wo bin ich? Wir haben den Electric gesehen. Gespawnt. Dann bist du ungefähr da gespawnt, da kannst du nicht bei Electric gespawnt sein. Hey, da bin ich mir nicht mehr sicher, wo ich gespawnt bin, aber auf jeden Fall war ich dann mit Reggie nachher in der Shower irgendwo. Nee, nicht in Showers, bei Hall. Okay. Ich truste dir gerade sehr gar nichts, Zinni, aber mal gucken. Ich hoffe, der war richtig. So, ich wollte jetzt im Flur weitermachen. Das war doch hier, genau. Hier ist Zinni hochgelaufen, richtig, in die Richtung. Und da hinten wurde der gefunden. Ach ja, die scheiß Dias habe ich ja gerade. Ah, die müssen dann, wenn die fertig sind, kommen die wieder raus, oder was? Ah, ja, okay, alles klar. So, dann müssen wir wieder Dusche verkloppen. Ey, aber mit Tasks werden wir hier nicht gewinnen, glaube ich. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Unfallverhinderung. Oh, verdammt. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Wenn ich jetzt allein auf der Seite bin, bin ich froh. Wenn da jetzt einer mit mir hinkommt, dann habe ich ein Problem. Wenn da jetzt einer rauskommt, dann war's das. Benny Boy ist ja rüber, okay. Aber der ist nicht zu mir rum. Also Benny würde ich clearen, bin ich ganz ehrlich. Oh nein, ich muss einen Download machen, dann muss ich da wieder runterlaufen. Scheiße. Das ist noch so ewig alles hin. Yo! Du hast meinen Download Ich war doch gerade fertig, du hast meinen Download abgebrochen. Die brauchen noch einen Kill, dann haben sie es. Ricardo hatte ich nicht auf dem Schirm. Muss ich leider gestehen. Ricardo hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wo ist denn das Handy? Das ist doch da irgendwo. Ach, da ist es, genau. Ah, sehr schön. So, jetzt muss ich nur noch eins machen. Dann habe ich meine Tasks zwar fertig, aber über die Tasks gewinnen wir halt eh nicht. Das ist das Problem. Über die Tasks gewinnen wir halt eh nicht. Benny, Rasierer. Xehan. Xehan ist dead. So, ich bin fertig. Hä?
das einfach Zynis Haustier? Wait, heißt das, Zynis tot? Ach so, wir haben Zyni rausge... Heißt das, Zinni ist tot? Ja, wir haben ihn ja rausgevotet. Ach ja. Benny? Da ist der Safe. Das haben wir noch nie machen müssen. Da bin ich gespannt, was das ist. Und das mit den Zahlen bei Electrical bin ich auch gespannt. Das haben wir auch noch nie machen müssen. Wahrscheinlich das mit diesen Schaltern hier irgendwas. Da ist ein Imposter. Den verfolgen wir jetzt. Okay, ich werde gefunden und Rassier ist aber auch tot. Reggie, ergebe dich. Ja? Reggie, ergeb dich. Ich habe gesehen, dass du gerade reinkamst. Oh nein, oh nein. Ja, ich habe aber gesehen, dass du da die ganze Zeit standst. Oh und nein, Benny, du bist auf dem Holzweg. Ich habe 20 Sekunden auf beides geschaut und dann habe ich gesehen, dass Conan tot ist. Dann habe ich mich nein, umgeschaut. Nein, Benny, nein. Und dann habe ich ihn in Records gefunden und habe dich. Ich bin aber schon ganz lange tot. Ich bin schon ganz lange tot. Stimmt, ich stande, weil ich wollte nach. Nein, jetzt kann Ricardo ihn wegvoten. Ich habe es nicht gefunden. Hä, wo war denn deine Leiche? Nein, Benny hat schon Ricardo gewonnen. Also jetzt wirklich, ich habe echt keine gesehen. Ricardo hat gewonnen. Der stand da beim Donut. Uso, bitte, vote Reggie. Wir waren schon am Anfang zusammen. Also. Keine Ahnung, Reggie. Ja, Ricardo, du hast gewonnen, du musst doch nur noch Reggie voten. Benny hat schon gewotet, es ist vorbei. Wir waren doch aber am Anfang zusammen. It's over. Also ich kann mal meinen Weg beschreiben. Aber checkt Ricardo das gerade nicht, dass er gewonnen hat? Wie fing das an? Ja. Genau, ich bin in Kitchen gespawnt, da habe ich den Burger genießt er es jetzt einfach. Dann hatte ich in Security umgetastet. Genießt er es jetzt oder was macht er? Ich meine, er muss nur noch für Reggie voten. Benny hat schon für Reggie gewotet. Da wollte ich auf die Kamera auch gucken. Dann war Communication schon aus. Da bin ich aber erst zur Viewing Deck gegangen, weil ich da halt auch diese Download-Task hatte und das hier Empfang suchen. Dann bin ich hoch zu Communications, wollte das fixen, da waren halt schon zwei Leute. Hm. Dann bin ich hoch zum Meeting Room gegangen, ein gutes Stück. Da hatte ich zwei Tasks, dann ich bin inzwischen mit meinen Tasks fertig. Dann dachte ich, was kann ich jetzt noch machen? Dann bin ich ein bisschen umhergelaufen, bin ich halt Richtung Records gelaufen. Dann dachte ich, ich guck mal, wo hier Electrical ist. Jetzt sehe ich auch, wo das auf der Karte ist. Ach komm, du redest so viel. Ja. Danke. Okay. Außerdem, Boto, haben wir mir am Anfang... Poster. By the safe. Ah, ja, danke. Oh, Benny. Du bist auf dem Holzweg. Benny, wir konnten Reggie doch ausschließen. Er war so lange mit uns zusammen, er hätte uns alle beide umbringen können. Ich habe eine wichtige Frage. In der Küche ist eine Task mit dem Müllbeutel, ne? Ja. Wie funktioniert das? Ganz langsam rausziehen. Muss auf die Schleifen draufdrücken und dann versuchen, den rauszuholen. Aber jetzt erst, wo war die Leiche? Ja. Ich habe keine gesehen. Der war im Download da. Aber ich wurde ganz am Anfang von der Runde gekillt. Also ich lag da schon ganz lange. Herber, kurze Frage, wie habt ihr es geschafft, am Anfang zwei zu killen, obwohl Boso die ganze Zeit noch bei uns war? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe erstmal Counter gekillt, dann bin ich zu euch gegangen. Scheiße. Das habe ich fast befürchtet, dass einer von uns das noch war, weil wir wussten ja nicht, wo Counter getötet wurde. Das war bestimmt irgendwie in der Nähe. Ja. Aber Zini war tatsächlich der andere Imposter, also das war richtig. Das wusste ich in dem Moment, wo Randy von Communications weggerannt war. Ich hab überhaupt nicht mitbekommen, dass Communications war. Ja, ich hab ihn dann verfolgt und da hat er mich leider gekillt. Rob, ihr fehlt noch, oder? Ja. Entschuldigung. Aber es war jetzt wirklich noch ein Moment, wo man sagen kann. Ich brauche aber noch 2 Minuten, weil ich gerne auf Toilette gehe. Alles gut. Okay, Ich wusste, dass es Zuni war, aber ich dachte, ich kann ihn noch entkommen, aber die Kill Distance ist Medium. Ja. Ich wollte eigentlich Rasierer Vent killen, aber dann bin ich die Treppe runtergekommen. Dann habe ich ihn einfach verfolgt. Und dann habe ich ihn irgendwo aufgelauert.
Aber Ricardo, hast du jetzt, das wollte ich noch fragen, Ricardo, hast du jetzt bewusst eigentlich lange noch Reggie rumreden lassen? Weil du hättest ja einfach, nachdem Benny schon gevotet hat... Ja, eigentlich hatte ich... Sorry, das war ein Bad Play von mir. Nö, ist ja okay. Ich hab's so gedacht. Ich hab's so gedacht. Entweder so lustig, deswegen musste ich auch einfach so laut lachen, weil ich musste schon die ganze Zeit spunzeln, wo du Reggie noch hast labern lassen, aber. Ich dachte auch so, jetzt genießt er es einfach, bevor er ihn dann rauskickt, weil er hat einfach schon gewonnen. Wo dann einfach der Satz kam, jetzt hast du genug geredet oder was auch immer. Da bist du da. Da konnte ich nicht. War mein Fehler, direkt Reggie zu voten. Ja, in dem Moment hatte sozusagen Ricardo sofort gewonnen. Ich habe mich nur gewundert, dass er nicht direkt nachgevotet hat, so nach dem Motto. Ja, aber gut gespielt auf jeden Fall, Ricardo. Ich musste plausibel nachvoten. Musste spannend machen für die Zuschauer. Also ich dachte tatsächlich... Weil es hätte auch sein können, ich bin hier verzweifelt. Ich habe gesagt, nein, Benny, nein, du bist auf dem Holzweg. Nein, jetzt hat er gevotet. Bis ich Ricardo killen sehen habe, dachte ich auch, das wäre Reggie tatsächlich. Also ich wäre auch auf dem Holzweg gewesen. Also, wäre ich noch im Leben gewesen. Wenn Robby gleich eine Minute im Spiel noch lebt, dann ist er der Imposter. Was ja auch hätte sein können, also Benny hat sich ja immer selber gewotet, dass Benny sich wieder selbst gewotet hat. Ja, aber das Ding ist, ich war noch kein einziges, Mal Imposter. Das muss ich jetzt einwählen, dass ich noch gar nicht war. Ja, ich war ganz am Anfang der Runde, wo wir nur zu 6 waren, war ich einmal Imposter, aber sonst auch noch nicht. Ich war schon Imposter heute, glaube ich. Dreimal war ich, glaube ich, schon. Nicht sicher. Hat jemand noch Tipps, was man machen kann, wenn man tot ist, weil mein Monitor ist sauber? Ja, Tass machen. Ja, die habe ich natürlich fertig. Ich meine ja primär während den Besprechungen. Du kannst es so wie ich machen. Red einfach mit imaginären Menschen, wie doof du gerade alles findest. Toll. Hey, tu dein Zimmer saugen oder aufräumen. Hör auf, das mache ich morgen. Zimmer lüften. Alles spannend, ob wir es schaffen, bevor die Map zusammenbricht, dass Robchip da auftaucht oder nicht. Aber wir werden sehen. Ey, der ist doch schon aufgetaucht. Warte, der musste kurz aufs Klo und Robio nicht töten in der ersten Runde. Der musste kurz aufs Klo, deswegen müssen wir noch warten. Der ist noch nicht wieder da. Ja. Ja, wenn Robio gleich noch nicht tot ist, dann ist er der Imposter. Möglich. So einfach ist es. Möglich und denkbar. Er war ja schon zweimal. Ja, wenn er nicht direkt tot ist, dann schmeißen wir ihn halt raus beim ersten Meeting, ne? Ja. aber Zilli, bist du wirklich bei Electrical gespawnt? Weil das hat überhaupt nicht zusammengepasst zu dem, was ich gesehen hatte. Der ist nicht bei Electrical gespawnt, der ist mit mir zusammen gespawnt. Apropos spawnen. Okay. Ich dachte, ich bin irgendwo unten gespawnt. Das war im Engine Room. Das war schon im Engine Room, weil du bist dann direkt nach Main Hall rüber. Ja. Du bist, genau, ich bin dann sofort nach links gegangen und du bist nein, das kann überhaupt im Engine Room, das kann überhaupt nicht sein. Doch, du bist mir im Engine Room auf jeden Fall entgegengekommen, safe. Hä, was? Das muss eine andere Runde gewesen sein, ich war da überhaupt nicht im Menschen. Also okay. ich bin direkt bei dem Flur oben gestartet, bin runtergelaufen, dann bist du da gleich nach rechts, Zöni. Also ist genau, von also rechts in die Main Hall. Conan hat dasselbe gesehen wie ich und das war im Menschen rum. Ja. Hä, ich habe mindestens 3 Leute in Electrical gecrossed. Ja, das war dann wahrscheinlich ein Stück später, aber du bist zuerst durch den Engine Room gegangen. Du bist halt literally straight von Communications weggelaufen, deswegen kam uns das auch so komisch vor. Ja, so! Kennt ihr diesen perfekt! Moment, Start! Wenn Freitag ist. Achso, bevor es losgeht. Das ist die letzte Runde, wo ich bin, spiele. Danach. Okay, alles klar. Ja, mehr schaffe ich nicht mehr heute Abend. Also hoch dir eine Wochenende und let's go. Safe! Yes, ich bin extra gestartet, weil ich gehofft habe, dass wir den Safe haben. So, was muss man jetzt hier tun? Also. Okay, 7. Was? Und jetzt? Hatte einen Anzeigefehler. Passt das? 7? 7 und nach rechts mache ich gerade. Aber das scheint nicht zu passen. Aber ich habe 7, oder? Wie viel muss ich denn das drehen? Mal gucken, was sie. 7-0? Ach so, hä? 7? Jetzt nach da? No, hä?
Ach, und jetzt so rum zur 1. Und jetzt aufmachen, oder was? Ich verstehe es nicht. 7 so rum? Auf die 0? Und dann 0 zurück? Auf die 1? Aber wie rum mache ich das dann? Okay, ich check den Safe nicht. Nochmal. Okay, 1. Ich drehe jetzt so rum, bis ich bei der 1 bin. Dann drehe ich so rum, bis ich bei der 7 bin. Dann... Okay, ich bin zu dumm für den Save. Warum tötet ihr immer Rob? Oh nein, schon wieder? Ist das euer Ernst? Echt? Warum? Ey, was ist denn los wow. mit euch? Robcho, so, das ist meine letzte Runde, Imposter. Okay. Ich bin mir unsicher, ob das Reggie war. Wieso? Also wir waren in der Main Hall, wir waren zusammen nach links gelaufen. In der Main Hall und der lag rechts in der Main Hall oben in dem Raum. Hä? Okay. Also du warst halt nur in der Nähe, aber es kann sehr gut sein, dass du da nicht warst. Wo ist denn die Leiche eigentlich? Ja, oben rechts im Main Hall, also quasi in der Mitte der Map. Also da, weißt du, neben der Dunkelkammer für die Fotos, rechts daneben. In dem Raum. Also es stimmt, ich bin durch die Main Hall gelaufen, aber ich hab den nicht gesehen. Ja, der lag halt in dem Raum. I don't know. Okay. Ich war ziemlich lange mit Boso in Electrical gewesen. Tatsächlich, wo ich am Anfang so verwirrt war, ich hatte ja einmal kurz was gesagt. Ich hab ganz viele Tasks gesehen. Das war sehr komisch. Ich weiß nicht, was da los war bei mir. Vielleicht war das Spiel verbuggt. Das ist deine Scheiter. Du musst Nummern. Okay. Es gibt ja 7 Nummern. Du musst erstmal. Digga, und die werden alle eingezeigt oder was? Okay. Deswegen, ja, das habe ich auch gemerkt, dass du diese Task hattest, weil du so verwirrt rumgerannt bist. Deswegen kann ich auch Cian Card gehen, weil ich bezweifle, dass ein Imposter einfach so tun würde, als würde er die Electrical Task. Das Ding ist, ich kann Reggie aber halt nicht hart sagen, dass er das war, weil ich kann mir vorstellen, dass der die Leiche nicht gesehen hat. Wo kamst du denn her, Reggie? Ich kam gerade aus Records, dann. Ja. Bist du durch den Showerraum gegangen und dann nach links und da hast du mich getroffen? Ich habe kurz in den Showers nachgeguckt, ja. Ja. Und dann wollte ich, da bin ich auch zu Wort gegangen, ja. Genau, also mit anderen Worten, du bist halt quer an der Leiche vorbeigelaufen. Okay, also ich habe wirklich nichts gesehen. Ja, du, alles gut, ich akzeptiere diese Aussage erstmal, weil... Ich akzeptiere sie nicht, aber okay. Liegt die Leiche so, dass man dran vorbei... Liegt die Leiche so, dass man wirklich dran vorbeilaufen kann? Die lag im Raum, also ich will behaupten, ja. Okay, würde ich auch dann sagen. Aber ich würde jetzt erstmal skippen, aber ich würde das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Okay. Doch eine Regel, der ist Neverwood und 7. Das Ding ist halt, wir sind 7 Leute, also da sollte man eh skippen. So. Darf ich direkt wieder in Cargo? Danke. Yep. Okay, wir probieren das nochmal. Ich will hier keine Tipps bekommen, ich krieg das hin. Also ich drehe nach rechts und dann drehe ich jetzt zur 7. Okay, bei der 6 stoppe ich. Dann drehe ich in die andere Richtung zur 7. Ah ne, so rum drehe ich zur 7. Hä? Nochmal, ich drehe so rum, bis ich bei der 6 bin. So, dann drehe ich zur 7. Jetzt drehe ich so rum zur 2. Und jetzt kann ich drehen. Gott, verstanden. Hat nur 3 Jahre gedauert. Hä, ist es nicht hier? Hier ist es. Das machen wir schnell noch, bevor ich da den Unfall verhindere. Bin ja gleich dort. Okay, haben sie eh schon gemacht.
So, jetzt haben wir hier, was ist das denn hier alles? Gebt euch mal diesen ganzen Kack. Nein! Xehan, du gefällst mir gar nicht. Ich krieg nicht raus! Jetzt. Was ist das denn hier? Handtücher? Okay. Ach, sind das alles Handtücher, die hier rumliegen? Aber Xehan war ja vorhin schon nicht mehr sass. Also der war ja eigentlich... Hallo, ich klick's doch an! Wo liegt denn jetzt noch ein Handtuch? Da. Und wo kommt es jetzt hin? Da oben. Alle eins? Oh mein Gott. Guck mal, wie schön die da drin landen. Gekonnt ist eben gekonnt. Fantastisch. So. Aha. Xehan macht Notfallmeeting. Das habe ich befürchtet. Deswegen habe ich mal schnell auf den Emergency-Knopf gedrückt. Gute Idee. Also, ich war gerade ziemlich lange mit Conan in den Showers und wir haben die, also du hattest offensichtlich auch den Task mit den Towels, richtig? Ja. Hm? Ganz genau. Ich hatte mit Reggie am Anfang das, mit den Emergency gemacht. Also Reggie war am linken, ich war am rechten. Ich habe die ganze Runde lang habe ich weder Counter noch Rasierer gesehen. Mhm. Habe ich jemanden gesehen? Ich weiß nicht. Also ich kann kurz jetzt sagen, ich habe es vorhin, wollte ich es nicht so genau sagen, weil ich dachte mir, dann kommt der Traitor genau zu mir. Ich habe den kompletten ersten Teil, bin ich nur am Tresor verzweifelt. Das habe ich jetzt beim zweiten Teil aufs erste dann hinbekommen. Also der Tresor ist jetzt von mir geknackt worden. Dann habe ich in der Toilette was gemacht und dann bin ich zu den Showers direkt und dann habe ich da schon Xehan getroffen. Also ich habe eigentlich, kann mich nicht erinnern, dass mir irgendjemand über den Weg gelaufen ist. Leider. Ja. Wie sieht es bei den anderen aus? Aber wir müssen jetzt voten. Was hast du noch gesehen, Reggie? Ich war eigentlich die ganze Zeit unten. Ich war in Kitchen. Dann bin ich zu Electrical gegangen und dann im Main Hall. Ich bin jetzt auch mit meinen Tasks fertig. Also ich weiß nicht, was. Was hast du denn in Kitchen gemacht? In Kitchen hatte ich dieses Burger zu bereiten. Kannst du dich noch erinnern, wie der aufgebaut war? Nee, leider nicht. Okay. Also ich kann mich an meinen Burger erinnern. Es war mit ohne Zwiebeln. Mit ohne Zwiebeln, okay. So bestelle ich den auch. Also du warst auch in der Kitchen. Brot, ja, ich war auch in der Kitchen. Danach bin ich dann nach oben gegangen. Dann habe ich dann da zwei Gewehre weggeräumt. Und als ich da jetzt durchgegangen bin, auch wenn das jetzt bestimmt wieder für irgendjemanden sass ist, habe ich kurz Boso noch gesehen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm, deswegen bin ich auf Abstand gegangen. Dann habe ich ihn irgendwann nicht mehr gesehen, als ich dann weitergegangen bin nach rechts, wo ich dann gerade vier von diesen Drähten habe. Also ich finde schon ein bisschen komisch, ich war halt, also das stimmt schon, ich war in Viewing Deck, ich hatte den Download da gemacht und ich habe gesehen, gerade so noch in der Kitchen, wie da hier Ricardo Boso war. Und Counter, also das ist schon interessant. Ich habe noch mal eine kurze Frage, ich würde mal reingrätschen. Rasierer, was hast du gemacht? Ja, wollte ich auch fragen. Also, zuletzt war ich in Electrical, habe da wieder diesem ominösen Raum den Schalter aktiviert, aber davor war ich noch im Medical, habe den Download da gemacht und noch mal davor war ich in Cargo Bay und habe mir diesen Code angeschaut da. Welche Tasks, mir sogar hast aufgeschrieben. Du jetzt, welche Tasks hast du dann jetzt noch? Den Code also auflösen, also hinschreiben, da bei dem oberen Teil. Mhm. Und sonst sollte ich eigentlich fertig sein. Ich habe zuerst viel links gemacht und jetzt halt dann eher rechts. Also nur noch den Code und sonst bist du fertig. Sonst bin ich soweit fertig, ja. Ich wurde Reggie. Auf Basis dessen, dass am Anfang an der Leiche vorbeigelaufen ist. Für mich ist Rasierer jetzt auch sass nach dem Gespräch gerade. Weil eigentlich müsstest du ja noch einen zweiten Teil vom Download haben. Hi Missy, was? Ich meine, wenn das jetzt falsch ist, haben wir eh verloren, also. Ich glaube nicht. Der Game ist schon ziemlich sicher passend. Das war offensichtlich richtig. So. Ja, genau, das ist es, was ich meinte. Der Tagungsraum kommt leider immer wieder vor, dass man da doch nochmal hin muss. Ich glaube, es ist gar nicht die Runde, wo ich am Anfang in den Tagungsraum bin. Nee, Quatsch, ist gar nicht die Runde. Ich laber scheiße. So, aber das Problem ist, Rasierer ist mir sehr sass für mich. Und wenn ich den jetzt aber treffe, habe ich ein Problem. Wobei, jetzt sind es ja nur noch
Jetzt ist ja ein Zass raus. Ach, ein Zass raus. Jetzt ist ja ein Rasierer raus. Mann! Jetzt ist ja ein Imposter raus. Das heißt, jetzt muss der trotzdem noch zwei Kills machen. Sehe ich das richtig? Ich hoffe. Ich hoffe, dass ich das richtig sehe. Überlege gerade, ob wir Rasierer einfach rausvoten sollen und ich den Emergency-Button drücke. Aber jetzt bin ich wieder viel zu weit weg vom Emergency-Button. Oh nee, das ist auch wieder so ein Doppelding. Jetzt geht das wieder woanders hin dann. Ah! Da hoch bei den Duschen. Okay, das ist zum Glück nicht weit. Dann ab zu den Duschen. Problematisch wird's, wenn jetzt irgendwo Rasierer dann tot liegt. Dann habe ich ein Problem. Weil für mich ist Rasierer der... Okay, nur noch das Ding. Xehan ist definitiv safe. Ciao. Ich hoffe, du überlebst. Ich hoffe, ich überlebe. Oh, nee. Das ist nicht jetzt erst der erste Teil von den Drähten. Ja, scheiße. Eins von drei. Nein. Ach, wieder bis darüber. Ah, ich glaube, es wäre schlauer, Rasierer rauszuvoten. Als irgendeine Leiche abzuwarten. Weil wir finden uns jetzt so schnell nicht und wenn der zwei Kills schafft, dann war's das. Das ist das Problem. Okay, ist nur das Licht. Ist nur das Licht. Licht ist nicht weiter schlimm. Ich mach hier den letzten Task und dann bin ich fertig. So, ich habe meine Tasks fertig. Die Frage ist, wo gehe ich hin? Rasierer. Okay. Schnell. Schalter, 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 Schalter. Nein, das schaffst du nicht. Okay, perfekt. Danke, endlich. Danke, Rasierer, es ist erst gewendet. Ich sehe, ich konnte ihn nicht schnell genug killen. Ich habe mich verdrückt und bin dann wieder in den Vent reingegangen. Ich wollte gerade... Ich wollte gerade hoch zum Button und dann hat zum Glück Counter schon gebuttet. Gott sei Dank, ey. Rasierer raus. Ich hatte schon befürchtet, jetzt, dass jetzt nur drei leben und der nächste Kill gleich gefallen wäre oder so. Okay. Ich habe aber auch niemanden gesehen. Das ist das, was mich abgefuckt hat. Und Digga, ich stand gerade mit Counter vor dem Emergency-Knopf und dann gingen die Lichter aus, dann konnten wir den Knopf nicht drücken. Das war so ein bisschen. Ja. Der Counter wollte auch. Also, ich habe schon gefragt, was macht ihr da? Warum steht ihr da nur? Übrigens, ja, die Leiche. Das war nicht mein Kill. Und ihr verdammten Bastarde, ja? Entschuldigung, Robbio. Ey! Folgendes, ich habe die Leiche wirklich nicht gesehen, aber ich habe den Report-Knopf gesehen, aber ich wollte nicht zurückgehen, weil ich dachte, das macht mich sass. Und ja, ich weiß, ich habe scheiße gespielt. Er dachte... Okay. Hey, Robbio, spiel doch noch eine Runde. Wer hat mich denn überhaupt gekillt eigentlich? Ja, also, du hast schon recht, du hättest den reporten müssen, aber ich... Ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob man nicht an der Leiche vorbeigehen konnte, aber das war trotzdem der größte Sass-Moment, den ich hatte in der ganzen Runde. Deswegen hatte ich dich trotzdem noch gewotet. Ja, ich war aufgeregt und keine Ahnung. Also ich weiß, ich hätte echt zurückgehen müssen, das war blöd von mir. Naja. Ja, für mich war Rasierer ab dem Punkt Sass, wo er gesagt hat, er hat den Download und sonst keinen Task mehr, weil da halt der zweite Teil dazu gehört. Ich hätte aber eben echt noch gedacht, ich hätte die schon auf Counter schieben können. Nee. Also Counter war eigentlich safe für mich, weil wir standen die ganze Zeit zusammen vor dem Knopf. Ja, ich meine davor noch. Ah, okay. Als ich noch gelebt habe. Wir sind bei 53 Minuten. Wollt ihr noch eine Runde in dem Part machen oder erst im nächsten Part? Ja. Lass noch eine Runde machen. Es ist immer gut, auf eine Runde mit Ja zu antworten. Ich wollte gerade sagen. Aber das heißt für mich, ich starte und wir schauen, wohin uns die Reise führt. Ja, eine Runde schaffe ich nur. Nee, schaffe ich nicht. Okay, ich klicke mich schon mal raus. Alles klar. Die Runde hat jetzt gestartet. Ja, okay, ich spiele mit. So. Jetzt hat er gesehen, dass er Crewmate ist. Ah, Reggie stinkt. Oh, ich habe diesmal dieses Ding. Das machen wir gleich, weil das kenne ich noch nicht. Für mich wirklich letzte Runde diesmal. Das machen wir gleich, weil das kenne ich noch nicht. 4. Ah, dann muss ich mit 4 anfangen, oder was? Mit 4 muss ich anfangen, wahrscheinlich. Okay, dann muss ich mit 1 anfangen und muss die anderen finden, oder wie? Das ist 7. Ja, geil. What the fuck? Was war das denn? Also das ging also, schnell, was? Reggie gefunden rechts beim Ausgang von Records. Und ich meine, ich habe Counter gesehen. Aber ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr sicher. Ich war gerade auf diesem
auf diesem Transportding. Also bist du noch links gegangen? Genau, ich habe bis jetzt aber noch gar nichts gemacht, außer dass ich nach links gegangen bin, weil ich gerade Richtung Vault wollte. Von wo kamst du? Von irgendwo beim Gap Room, denke ich mal. Nee, du bist ja an mir in Archiv von, vorbeigelaufen. Im Rekord. Bei den. Ja, du musst ja du sagst also, du bist im Gap Room über das Ding gefahren und du kamst vom Gap Room. Counter, wo bist du denn gespawnt? Ich bin von rechts nach links gefahren. Was hast du denn für einen Spawn gewählt am Anfang? Ich glaube, das war dieses, wo die Akten da rumstehen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, das ist Rekord. Das ist Rekord. Das ist da, wo die Leiche gefunden wurde. Ja, ja. Am Ausgang östlich. Ich war's aber nicht. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber da war doch noch jemand in Rekords. Also ich war in den Electrical, nee. Kann ich nur kurz sagen. Ich war in der Küche. Ich war bei Cargo Bay. Ich habe zum ersten Mal jetzt diese Massenschalteraufgabe. Ja, ich war in Cargo Bay mit Benny. Ja. Ich schon wieder Gespenster, das gibt's ja nicht. Also ich habe Massenschalteraufgabe, ist das Electrical, dieses Labyrinth? Ja. Ja, das macht mega Spaß auf jeden Fall. Ich merk schon. Oh, ist richtig geil. Ich hab bisher die 1 gefunden. Übrigens, das ist gut, es gibt es 7 hoch. Das ist super. Okay. Also irgendwer hat Counter in der Nähe von der Leiche gesehen und sonst niemanden. Oder was? Ja. Also sollen wir skippen, oder? Weil Counter wurden jetzt gut ist. Counter wollte ja in den Vault, ne? Es kann ja sein, dass Counter ihn getötet hat. Es kann ja aber auch sein, dass er. Wer jetzt Counter sieht, kann ja mal gucken, ob Counter wirklich in den Vault abzischt. Da wollte er ja hin. Ja, könnte ja auch ein Self-Report sein. Möglich. Ja, wir gucken auf jeden Fall auf Counter. Das hättest du jetzt übrigens nicht laut sagen müssen, Conan, aber. Alle auch Counter beobachten. Soll ich vielleicht mein Bildschirm teilen in Discord vielleicht? Nein, mach nicht. Das nicht Sinn des Spiels. Dann können wir dir sagen, was du sabotieren sollst. Abstand halten. Sunny, du musst noch voten. Und Robju auch. Du musst voten. Ja. Robju ist gar nicht gestorben. Darf wir müssen ich auch skippen? Du da, wir skippen ja alle, also ja. Du darfst jetzt voten. Du darfst auch self voten. Lol, Benny. Alles klar. Robju ist nicht gestorben. Also ist stimmt, ey, geil! danke an alle, die mich diese Woche gekillt haben. Ist sehr nett von euch. Ich habe einen geringen Verdacht, aber der ist sehr unbegründet, deswegen sage ich mal noch weiter. Achso, hier, mute. Also. Ja, ich habe einen geringen Verdacht, aber der ist sehr unbegründet. Respekt, das war das erste Mal, dass ich es vergessen habe. Dadurch, dass Robju... Ah, scheiße. Dadurch, dass... Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ja, scheiße. Die Killdistanz ist zu hoch. Nein. Okay, Rasierer. Fuck, wie komme ich jetzt da weg? Ich muss auf die Plattform kommen. Ich muss es auf die Plattform schaffen. Nein, die ist nicht da! Die scheiß Plattform ist nicht da. Robju ist sowas von Dings. Wie komme ich jetzt hier raus? Fuck. Hau ab jetzt. Da kommt er wieder. Ich muss... Keiner drückt hier unten, oder was? Was macht ihr denn? Nee, falsch. 0, 8, 4, 5, 6. Aber Robju ist sowas von Traitor. Ich gehe zu den Button drücken. Okay. Wo war der? Ich bin übrigens jetzt gerade endlich im Vault angekommen.
Sehr gut. Danke der Nachfrage. Robchu ist für mich. Was ist das Void? 80% okay. Imposter. Void. Ja, also für mich auch. Robchu ist mir entgegengekommen aus der Richtung der Leiche. Okay. Also Robchu ist mir die ganze Map über gefolgt von Anfang an. Natürlich am Anfang ist der Cooldown bei 30 Sekunden, also schafft es noch nicht zu töten. Ich habe dann versucht, jemanden zu finden, dass ich in der Nähe bleiben kann. Habe dann zum Glück Rasierer gefunden, der ist da in die Toiletten gegangen. Und bin dann die ganze Zeit mit, weil Robchu halt bei mir geblieben ist. Ich habe versucht, die ganze Zeit bei jemandem zu bleiben, dann bin ich bei Benny geblieben. Da bei diesem Unfall verhindern, haben wir dann den Unfall verhindert. Und jetzt wollte ich zum Button gehen, aber jetzt wurde dann die Leiche reportet. Also für mich ist Robchu ziemlich sicher Imposter, auch weil er noch so ein bisschen... Als die Runde losgegangen ist, meinte er so, er kann jetzt nicht raus. Und das ist für mich eigentlich, als Besatzung könnte man das Spiel noch verlassen. Als Imposter ist es schwierig. Es gibt doch keinen Sinn, wenn ich weg bin. Dann ist aber warum verfolgst du mich die ganze Map über? Ja, warum denn nicht? Ja, nee. Du bist mir in Main Hall entgegengekommen, oder? Was ist denn Main Hall? Haben wir eine Karte? Main Hall ist mittig, ja. Wir haben eine Karte, du kannst bei Discord über Among Us spielen und kannst du die Karte aufrufen. Warte, Spatz. Among Us? On Prinzip. Warte. Es gibt aber einen Grund, warum man dir jemand herrennen könnte. Damit man permanent in der Aufnahme ist. Aber er müsste ja seine Tasks machen als guter Besatzung und ich konnte nicht. Woher weißt du das? Ich konnte nicht weiter Tasks machen. Ich weiß nur, ich habe Conan verfolgt, damit ich safe bin. Damit das auch Nee. Ja, ich kann. Dann kam halt irgendwann diese Warnung, dass irgendwas kaputt ist und ich wusste nicht wohin. Dann bin ich erst da unten gegangen. Dann war da nur dieser Vent. Dann bin ich nach oben gelaufen. Dann nach rechts und dann war es schon wieder vorbei. Und dann kurz danach kam ja schon die Warnung. Wie heißt das? Okay. Die Dings, dass jemand gestorben ist. Und wo hat dich der Vent denn hingebracht? Bestimmt zu Rasierer. Keine Ahnung, ich bin ja direkt wieder nach oben gelaufen, weil ich dachte, dass da unten es weitergeht, aber es ging nicht weiter. Wer sagt jetzt alles, dass es Robchu ist? Also ich habe schon für Robchu gewotet. Alle, die abgestimmt haben. Alle, die gewotet haben. Also sorry, wenn du es nicht bist, aber du hast mir so Angst gemacht gerade die Runde. Das Spiel ist doch scheiße, ohne Witz. Wenn ich mich verteidige, wenn ich mich nicht verteidige, wird mir gesagt, ist offensichtlich, verteidige ich nicht. Ich verteidige mich, ist auch falsch, ja. Ach, Dreckspiel, fickt euch. Du warst extrem sarkastisch bei deiner Verteidigung, also sorry. Das war überhaupt nicht sarkastisch. Das war eigene Schuld. Halt dein Maul, du hast keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Jetzt ist das Schuss, Alter. Ja. Zählt jetzt die Eins, die ich schon gemacht habe, eigentlich? Viel Spaß beim Rest, Conan stinkt so. Danke gleichfalls. So. Ja, die zählt schon. Okay, wo ist die 3? Perfekt. Die 4 haben wir schon gefunden. Und ich verstehe es jetzt, die sind immer anders offen, die Türen. Also man kommt immer überall hin, aber die sind immer anders offen. Ey, wo war die 4? War die da oben oder was? Ah, die 4 war hier. Dann ist hier die 5. Ist hier die 5. Oh nee, dann muss ich bis darüber zu der 6 wieder. Oh, das ist ja furchtbar. So, und jetzt die 7. Da hat irgendjemand wieder sich nicht gemutet. So. Oh Gott, ey, furchtbar. Aber das Gute ist, Robchu ist raus, das heißt, wir haben nur noch einen Imposter. Der kann nicht mehr viel machen. Das sollte laufen. Ich muss die Towels wieder... Ah, guck mal, wir haben hier noch was. Ach ja, das ist das Ding. Passt. Machen wir gleich weg. So. Ja, das sind die ganzen Towels. Das sind keine 3 Millionen Teile. Oh, ich kann die mit Leertaste einsammeln. Oh, wie stabil ist das denn bitte? Oh, das ist gar nicht... Gehört gar nicht dazu. Die kann man mit Leer... Ich muss gar nicht draufklicken. Ich kann einfach drüber laufen. Das ist ja insane. Nur das reinschmeißen muss. Ja, dann schmeiß ich halt keine Towels in den Eimer rein. Oh, scheiße! Kollege war's. Ich sollte in der Vault diese, diesen Mannequin wieder anziehen und da lag Benny tot in der Mitte des Raums. Okay.
Ich habe niemanden gesehen. Ich habe nur irgendwann zwischendurch mal ganz kurz Rasierer gesehen, aber hat nichts damit zu tun. Also ich behaupte, der Kill ist schon vor einer Weile passiert, weil ich habe in der Nähe keiner Menschenseele gesehen. Oder ist der unmöglich. Ist gewendet. Ja. Ist er am Vent? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Counter wollte doch irgendwann mit den Volt. Nein, ist er. Ich glaube, der war da schon. Ja, ziemlich sicher. Hat er ja angekommen. Ich glaube, drittes Mal dahin gehen jetzt. Ja, alles gut. Du hast ja letzte Runde schon gesagt, dass du da warst. Nein, alles gut. Das Gute ist ja, wir haben nur noch einen Imposter. Genau. Okay, ich bin mir bei Robcho sowas von sicher. Also wenn es nicht war, dann weiß ich nicht, fress ich den Schokobesen oder sowas, aber. Wie viel müssen jetzt noch friss, überlegen, friss, dass wir friss. Also ich sag's mal so, Robcho war entweder der Imposter oder einfach extrem salty. Oder beide. Das ist ein gutes, das ist natürlich ein Argument. Ja, also ich bin mit Tasks. Nicht ganz, also ich muss jetzt noch die blöden Handtücher einsortieren. Ich habe aber gerade rausgefunden, das möchte ich mal kurz allen als Tipp geben, man muss die nicht anklicken. Man kann auch einfach mit Leertaste dran vorbeilaufen und nimmt die einfach mit. Das ist sehr, sehr gut. Eine Erkenntnis. Für die Switch-Spieler, die mit Leertaste dran vorbeilaufen. Ja, ja gut, bei der Switch muss man wahrscheinlich wirklich auch nur einen Knopf drücken, ne? Von welchem Taste die gerade? Ich hatte ja, Handtücher einsammeln. Drüber. Ich habe die vorhin alle mühsam angeklickt. Ich muss nur A drücken. Ja, sehr gut. Und das Reinwerfen nachher ist ein größeres Problem. Ja, aber das Reinwerfen ist nervig, aber da bin ich jetzt gerade stehen geblieben und wurde jetzt unterbrochen vom Leichenfund. Ja. Ich muss das auch, also ich habe nur noch einen einzigen Task und das ist eben den Mannequin anziehen im Vault. Den konnte ich gerade nicht mehr machen, weil Das geht ja fix. Ja. Was haben die anderen noch für Tasks? Fotos. Also wieder. Muss ich eine Minute warten, dann muss ich die dann abholen. Ein bisschen. Boah, ansonsten habe ich leider nicht auf die Karte geschaut, aber ich glaube eher links, weil ich weiß die ganze Zeit rechts. Okay, ich habe auch noch ein paar, die ich nicht genau lokalisieren jetzt kann, aber ja. Ich habe jetzt bisher halt auch nur die blöden Electrical und zum Meeting. Die blöden Schalter unten gemacht und die Towels, die dauern leider eine Weile. Electrical und Meeting. Ja, ich will jetzt mal skippen. Okay. Vorerst, schätze ich. Ja, im Prinzip noch können wir es uns leisten, ne? Ja. Der Trader muss 2 Kills schaffen. Also es ist schon es gibt schon noch eine Gefahr, dass es doch irgendwie noch 2 Imposter gibt, aber ich halte die für relativ gering. Das glaube ich nicht. Die ist sehr gering. Das glaube ich nicht. Meiner Meinung nach. Ja. Also ich würde wirklich, also ich entschuldige mich jetzt schon bei Robcho, sollte ich da falsch liegen, aber das ist, ich weiß nicht. Er kam, also die Art und wie er sie wieder hinterher ist, ich hatte einfach mega Glück, dass die Distanz nicht gereicht hat. Das war einfach ultra Glück. Und dass dann da halt die anderen waren. Anders kann ich mir das nicht. Wirklich nicht vorstellen. Okay, dann geht's gleich da oben weiter. Das ist gut, wenn es gleich da ist. Da bin ich voll dafür. Ach, dann da oben im Tagungsraum. Okay, den machen wir zum Schluss. Da war Zündi kurz. Möchte ich nur kurz mitteilen. Ich habe Zündi registriert. Ich habe Xehan registriert. Guten Tag. Okay, jetzt wird's interessant. Ich hab den Rasierer LP gefunden. Er liegt in der Küche. Ich bin gerade von dem Upload unten Richtung Küche gegangen, weil ich da jetzt Burger zubereiten wollte. Ich habe aber jetzt keinen gesehen. Von welchem Upload Richtung? Ach so, von von dem ganz unten links. Der, wo man draußen da rumsteht. Ja, okay, also du bist praktisch. Ja, das ist das nächste an der Küche. Ich habe Conan gerade in der Main Hall von rechts kommen sehen. Also richtig, ich wollte auch gerade sagen, Xehan ist gerade von links gekommen. Und Zuni war auch da irgendwo oben, irgendwo kurz unterwegs, habe ich nur im Augenschein gesehen. Zuni habe ich nicht gesehen. Also ich will zugeben, ich kam gerade aus der Richtung Küche, also zumindest für Conan, aber ich weiß nicht. Also ich kam tatsächlich, also ich kam aus der Richtung, ich war aber nicht in der Küche, ich war in der Vault und habe da, wie gesagt, meinen letzten Task fertig gemacht. Jetzt einer von euch zweien oder ist es ein Self-Report? Das ist jetzt schwierig. Du meinst, du hattest Zündi oben. Dann hast du ja nur 3 Verdächtige, Conan. Das ist ja. Ich hab 3 Verdächtige, ja. Du hast, Conan, du hast Zündi oben irgendwo gesehen. Wo war denn das? Ja, nee, also jetzt, als ich die Handtücher einsortiert. Nee, wann war denn das? Ich bin von Electrical Durchschauer über Records. Ja, das haut hin. Das haut hin. Ich habe in der Main Hall hatte ich so einen Wire-Dings
und da habe ich irgendwann mal kurz Zyni so einfach dieses Twitch-Symbol habe ich vorbeihuschen sehen. Okay, Conan, kannst du nochmal kurz deinen Weg genau beschreiben? Mein Weg, ich bin gestartet bei Engine, nee, oder Main Hall, irgendwo da in der Mitte jedenfalls, dass ich zu Showers hoch kann und dann diese Handtücher in den Korb lege und dann habe ich da die Wire-Dinger gemacht. Dann hat es das nächste Wire-Teil gleich oben bei Showers wieder ausgelöst und dann bin ich dir entgegengekommen. Und wollte jetzt in Cockpit zeigt es mir noch was an und in Vault zeigt es mir noch zwei Tasks an. Okay. Und einer ist jetzt noch durch die Wires, ist jetzt im Meeting Room noch einer aufgetaucht, wo ich leicht geflucht habe. Okay. Ich kann noch mal ganz kurz also auch meinen Weg mal beschreiben. Ich war gespawnt aus Versehen in Records, obwohl ich eigentlich zu Brick wollte, bin dann einmal rübergefahren über den Gap Room, hab dann im Vault mal einen Task gemacht und bin dann unten nach unten gegangen, weil ich zu Security zu den Kameras wollte, bin da Conan entgegengekommen und dann kam der Report. Counter, was hast du noch gemacht? Wann warst du in der Kitchen jetzt? Ich war nicht in der Kitchen. Wie gesagt, ich bin, also gespawnt bin ich in Cargo, bin dann über den Security runter zu dem Upload und dann bin ich Richtung Kitchen, wo ich jetzt Burger zubereiten und da lag die Leiche. Danach hätte ich, genau, und danach hätte ich wohl noch, ich weiß aber nicht genau wo, aber ich habe so, einer lügt oder es war ein Self-Report. Wir sind jetzt 4 gegen 1. Darf der Imposter einen Kill noch machen oder hat er dann schon gewonnen? Er darf noch einen Kill machen. Einen Kill darf er noch machen. Ja, dann würde ich ihm den Kill doch noch machen lassen. Also ich bin mir zu unsicher. Das klingt fair. Ich würde auch nicht voten. Also ich tendiere dazu, dass es ein Self-Report war, aber ich bin mir auch unsicher. Es könnte immer noch einer gewertet sein, oder hast du nicht gesehen? Ich tu mir echt schwer. Sean ist... wie gesagt, ich tu mir echt schwer. Sean ist schon irgendwo sassy. So ein bisschen, ne? Dadurch, dass er halt aus der Richtung kam, aber Counter könnte halt auch da unten genauso gewesen sein. Also es ist absolut beides vollkommen möglich. That's my problem. Es ist beides absolut möglich. Und auch Zyni könnte von da unten hoch sein und dann zum Beispiel bei Electrical da irgendeinen komischen Weg gegangen sein. Das ist alles möglich. Na! Zieh die Hose an, Mensch. Was ist denn das jetzt? Ach, da... Oh nein! Das ist ein Download. Oh nein. Da muss ich doch... Nein! Habe ich gar nicht gesehen. Da muss ich ja 3 Millionen Schritte... Oh, nee! Was mache ich denn jetzt als erstes? Ach, dann gehe ich jetzt halt hoch zu dem scheiß Tagungsraum. Da bin ich jetzt gerade. Aber in der Zeit... Also der Imposter hat jetzt schon noch viel Zeit zu killen. Big F, Mann. Wenn ich jetzt hier alleine bin, würde ich es versuchen... Ist ja okay, hier ist gerade keiner. Hier kommt auch gerade keiner her. Dann würde ich den schon mal eingeben. Okay. Warum Scheiße. Du direkt wieder hoch und drückst den Knopf. Mann. Warum votet ihr nicht Konter? Welcher Wichser hat mich gekillt? Ich würde es gerne wissen. Du warst selber Imposter. Ich war davon ausgegangen, dass wir direkt den Knopf drücken nach einer halben Minute oder so. Das Ding ist, geiles Spiel. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was passiert ist. GG. Aber wir sind jetzt quit. Du hast mich zweimal am Anfang gekillt, ich habe dich zweimal am Anfang gekillt. Ey, stimmt, ich habe dich gekillt. Ja, geil. Okay. Also, natürlich darf man nicht bei 4 Leuten Skip voten, wenn man denn nicht sofort das Emergency Meeting callt. Also, das ist natürlich. Na gut, ich wollte meine Task noch fertig machen. Ja, nee, das so funktioniert das nicht. Weil ich war direkt oben beim Knopf sogar. Ich hätte ihn also drücken sollen, okay. Ja, genau, aber genau wo du beim Knopf warst, kam der Emergency. Also tatsächlich hättest du ihn da nicht drücken können. Stimmt, ich konnte ihn dann gar nicht drücken, ist richtig. Aber ich hätte auch jetzt nicht dran gedacht. Genau, und dann habt ihr den Emergency aufgelöst und dann hättest du umdrehen und sofort zum Knopf laufen müssen. Dann hättest du ihn erst verhindern können. Na gut. Eigentlich tainted half. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell den zweiten Kill machen kann, weil er hat doch eigentlich den 30 Sekunden Cooldown. Ja, ich habe im Kopf mitgezählt, also das war schon
Das war schon richtig. Okay. Wer ist er hat halt Glück gehabt, dass genau nach seinem Kill-Cooldown ja, ist er vorbeigelaufen, Leute. Ja, okay. So, ich war am Poster, okay, cool, gar nicht gemerkt. nee, habe ich auch nicht bemerkt, cool, Mensch. Ich war heute noch gar nicht im Poster. Ich danke an alle, die an mich geglaubt haben. Ja, Respekt an den Imposter. Respekt an den Imposter, Colin stinkt. ich grüße an Dan natürlich an der Stelle. Schade, dass er nicht dabei ist. Gruß gehen raus an Dani. Und an Flo. Alle mal Dani grüßen, danke. Währenddessen hallo Dani, Grüße. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 15 Minuten, alles gut. Alles Gute, Dani. Man stinkt, es geht nur um Dani hier. Ja. Wer warum? Dani nicht mag, liegt bald im Sarg. So. Warum ist das so? Salami-Pon, bevor du den Part beendest, möchte ich gerne auch meinen glorreichen Sieg betonen. Dann betone deinen glorreichen Sieg. Ich habe drei Leute am Stück gekillt. Und die letzten zwei, das war Taktik pur. Ja, es war ein Self-Report, ja. Ja, es war natürlich gut, dass du mich erwischt hast, ja. Ja, und dann erstmal hier direkt die Sabotage durchgeführt und dann müssten ja sowieso da Leute sein und dann. Ich hätte echt nicht gedacht, dass nachdem du alleine noch gegen uns alle warst, dass das was läuft, aber. Wusstest du, dass ich bei Vitals stehen würde oder war es einfach Glück? War ich bei Vitals? Keine Ahnung. Okay, es war Glück, okay. Weil ich habe mich nämlich bei Vitals hingestellt, weil ich nämlich gewartet habe, bis der Kill kam und dann wäre ich sofort zum Button gehechtet. Aber gut. Ach, machen wir jetzt keine Runden mehr. Ne, wir machen auf jeden Fall einen neuen Part. Ob ihr noch eine Runde wollt oder nicht, das kann man gleich noch entscheiden. Aber den Part schließe ich hier an. Danke an alle, die mir zugeschaut haben. Danke an alle meine Fans. Also Fabian. Ja, okay. Das war. Outing! Ja, an der Stelle danke fürs Zuschauen. Danke an alle, die mich sofort gekillt haben. Danke fürs Zuschauen. danke an Dani und an Dings fehlt. Hier ist er noch, Faultier, der Wichser. Oh. Danke an alle, die in Ferry Mario daran beteiligt waren. Das sind richtige Hurensöhne. Roger, please. Alles Jokes. Eieieiei. Nein, ich mache euch alle, bis auf Ricardo natürlich. Abonniert die Konfi. So, tschüss. Da kann ich mich nur anschließen. Oh, auch wenn keine Videos aktuell mehr kommen. Komm mal auf Robins Kanal vorbei, da werden wir Millionär. Ey, stimmt! Ey, wo ist der neue Raumcode? Ist der Raum kaputt? Ja. Oh, hab ich zu lange gebraucht. Ja gut, wir müssen hier den Part beenden. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Danke, tschüss.